Innerhalb der Nyshops-Gruppe arbeiten ca. 60 tech-affine Kolleginnen und Kollegen. Wir sind organisiert in verschiedenen Teams. Mein Team ist ca. insgesamt 12 Personen stark. Darunter befindet sich ein Scrum-Team, also ein agiles Entwicklungsteam, 6 Entwicklerinnen und Entwickler plus Scrum Master und Product Owner. Dem agilen Team arbeitet ein Produktmanagement-Team voraus, die sich quasi um Markt und Anforderungen auch vor der Entwicklung kümmern. Also der Onboarding-Prozess läuft bei uns in der Regel sehr strukturiert ab. Wir haben ein Mentoring-Programm, das bedeutet, eine langjährige Kollegin oder Kollege begleitet die neue Kollegin oder Kollegen durch die ersten Monate. Wir versuchen auch im Onboarding-Prozess sehr stark den Druck nach Produktivität und Leistung herauszunehmen. Die ersten beiden Wochen gehören überhaupt der neuen Kollegin oder Kollege. Die dürfen sehr agil gestaltet werden und der Zeitplan und auch die Vorgabe darf die Kollegin oder der Kollege entscheiden. Der Mentor oder die Mentorin begleitet dann über die ersten Monate hinweg quasi im Onboarding bis hin zur sehr tiefen Integration ins Team. Bezüglich Produktivität, wie ich schon erwähnt habe, wir nehmen den Druck komplett raus. Wir haben wenig Anforderungen, jetzt Leistung zu zeigen in den ersten Wochen, auch im ersten Monat nicht. Besonders bei Entwicklerinnen und Entwicklern, weil wir glauben, dass zuerst die Themen wie Kultur und Zugehörigkeit zum Team wichtiger sind als die eine oder andere perfekte Codezeile. Innerhalb der Nyshops-Gruppe arbeiten 3 verschiedene Bereiche mit verschiedenen Technologie-Stacks. In meinem Team wird sehr stark in der Infrastruktur auf Kubernetes gesetzt, als Container-Orchestrierung. Wir programmieren in der Core-Programmiersprache PHP. Darüber hinaus React auf Basis TypeScript im Frontend. Hinsichtlich des Technologie-Stacks legen wir sehr viel Wert auf die Autarkie im Team. Das bedeutet, das Team darf sich die Technologien selbst auswählen und sind auch für den Technologie-Stack verantwortlich. Eine weitere Besonderheit bei uns ist, dass das Team in der Regel die Infrastruktur selbst managt. Das heißt, auch im agilen Team wird die Serverinfrastruktur und das Networking selbst eingerichtet. Damit ist das Team noch unabhängiger hinsichtlich des Technologie-Stacks. Bei uns ist die Kernprogrammiersprache PHP als einzige Konstante geblieben. Wir haben in der Regel darüber hinaus immer wieder Wechsel im Technologie-Stack. Wie ich schon angemerkt habe, können Sie sich das selbst aussuchen und dadurch kommen auch immer wieder moderne Technologien zum Einsatz, wie beispielsweise BigQuery bei uns im Data and Analytics Team. Oder auch Kubernetes war ein Wunsch vom Entwicklerteam.